Nächste Rednerin ist Claudia Durchschlag von der ÖVP. Frau Präsidentin des Rechnungshofs, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Rechnungshofbericht zum vertieften Vorentwurf die Parlamentssanierung betreffend ist für mich so etwas wie ein Vorzeigebeispiel, nämlich wie sich begleitende oder zumindest sehr zeitnahe Prüfung auf den Fortgang eines Projektes auch positiv auswirken kann. Der Rechnungshof hat eben von November 2015 bis März 2016 die Erstellung des vertieften Vorentwurfs geprüft und danach sehr rasch die Prüfungsergebnisse der Parlamentsdirektion vorgelegt. Diese hat dann einen großen Teil der 40 Empfehlungen, die der Rechnungshof ausgesprochen hat, auch schon umgesetzt. Die Prüfung selbst hat den Zeitraum ab dem Jahr 2012 bis zur Freigabe des vertieften Vorentwurfs im November 2015 umfasst und wurde auch sofort nach Ende 2015 begonnen. Und wenn ich zuerst von einem sehr positiven Beispiel der begleitenden Kontrolle gesprochen habe, so trifft das, und das ergibt dieser Bericht auch auf das gesamte Projekt der Parlamentssanierung zu, dass das Team der Parlamentssanierungsgesellschaft unter Leitung von Parlamentsvizedirektor Vintoniak hat dieses Projekt so aufgesetzt, dass die wesentlichen Eckpunkte auch vom Rechnungshof als sehr positiv bewertet werden konnten, und zwar in verschiedenen Bereichen, beispielsweise die Terminplanung, die wurde als sehr ambitioniert bezeichnet, aber auch die gut funktionierende Projektorganisation dieses doch sehr komplexen Vorhabens. Selbstverständlich hat der Rechnungshof, und das gehört zu seinen Aufgaben, auch einige Verbesserungsvorschläge gemacht, beispielsweise auch was das Projekt- und Organisationshandbuch betrifft. Ein Anliegen, das der Rechnungshof ja konsequent verfolgt, ist bei allen Prüfungsmaterien ist ja die Transparenz und Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten. Diese Anregungen wurden auch aufgegriffen und sind in Umsetzung, um den weiteren Ablauf dieser notwendigen Sanierung unseres Parlamentsgebäudes so reibungslos wie bisher zu gewährleisten. Es wurde sehr positiv die frühe Einbeziehung des Nutzerbeirats gesehen. In dem Zusammenhang gab es aber dann auch einige Kritikpunkte. Schon angesprochen wurden die Kosten für das Ausschusslokal unter dem Saal der Bundesversammlung. Und das hat für mich dann doch zur eher ungewöhnlichen und seltenen Situation geführt, dass der Rechnungshof dann auch mit Kritik von Seiten der Opposition bedacht wurde. Das ist nicht sehr häufig, aber der Standort bestimmt eben den Standpunkt. Wenn die Geschäftsordnung des Parlaments einen zweiten parallel laufenden Untersuchungsausschuss ermöglicht, dann müssen dazu auch die räumlichen Gegebenheiten vorhanden sein. Ein weiterer Kritikpunkt des Rechnungshofs betraf ja die fehlende zukünftige Belegsplanung des Parlamentsgebäudes nach der Zeit der Sanierung. Das war aber ein Punkt, der auch im Vorfeld immer mit drei verschiedenen Varianten ausgestattet war. Ein modernes Gebäudemanagement muss auf sich ändernde Verhältnisse zeitnah reagieren können, und das wird nach einer Wahl können die vorliegen, und sie werden wahrscheinlich auch vorliegen. Dass die Kosten für den vertieften Vorentwurf ca. 3 Millionen Euro unter der Kalkulation lagen, das ist ein weiteres sehr positives Detail, zu dem man der Parlamentsdirektion gratulieren muss. Alles in allem ein sehr positiver Bericht zu einem durchaus sehr professionell aufgesetzten Projekt. Der Bericht sei ein Vorzeigebeispiel für begleitende Kontrolle, so Claudia Durchschlag von der ÖVP.